Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Tier-Special hier bei Conan Exiles. Nun, wie ihr sehen könnt, heute geht es um unsere gefiederten Freunde, die Sträuße und die Schuhschnäbel. Nun, fangen wir an. Wo bekommt man diese Tierchen her? Hier hat Funcom sich meines Erachtens nach einen kleinen Scherz erlaubt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich ernst gemeint ist. Den Strauß müsst ihr finden, während ihr den Schuhschnabel als Ei kaufen müsst und erst noch ausbrüten müsst. Wo findet man nun den Strauß? Überall im Wüstengelände laufen Straußvögel rum. Allerdings habe ich nur an einem einzigen Ort tatsächlich auch Küken der Sträuße gefunden. Und das ist genau hier an dieser Position. Schauen wir mal, ob jetzt noch welche da sind. Okay, das war das Wort zum Sonntag. Und zwar hier an diesem Bäumchen läuft in der Regel immer mindestens ein Straußküken, wenn nicht sogar zwei, rum. Schauen wir mal. Manchmal verstecken sie sich auch hier im hohen Gras. Na, verstecken tun sie sich natürlich nicht, aber sie laufen dann durch. Und sie werden dann schon mal gerne übersehen. Toll. Jetzt ist natürlich keins da, dafür ein Hoppeläschen. Ah ja, da. Da sind sie. Strauß. Gucken wir mal. Wie gesagt, hier an dieser Stelle, besser noch da, wo ich jetzt mit dem Cursor bin, nicht hier, sondern da. So, was sagen wir denn? Wahrscheinlich der übliche Text läuft ab in 16 Stunden. Dieses Jungtier ist wesentlich kleiner, süßer und ungefährlicher als seine Eltern. Es kann in einem Pferch gesperrt und mit verschiedenen Futtermitteln aufgezogen werden. Mit gutem Futter und etwas Glück wächst es zu einem treuen Gefährten oder mutigen Wächter heran. Oder zu einer Zwischenmahlzeit, wenn alle Stricke reißen. Alles klar. Und ihr seht, ich habe bereits Goldmünzen eingepackt. Wir müssen jetzt wieder zurück hier in das Strandgut. Zu einem... So viel dazu. Zu einem der üblichen Händler. Wir kennen sie ja bereits. So, müssten erst aufploppen. Und dann hier bei Koros der Tapfere kaufen Schuhschnabelei. Für 10 Goldmünzen. Dankeschön. Zu reden hat er eh nichts, daher ist es uninteressant, sich mit ihm einzulassen. Schuhschnabelei. Läuft ab in 16 Stunden. Wenn es genug Zeit hat, schlüpft aus diesem Ei ein Jungtier. Alles klar. So, zurück geht es zu unserem Fersch. Auf und davon! Wusch! Genau, da sind sie wieder, die sporadischen Meteoriteneinschläge, sobald man portet. So, wie gesagt, dieses Ei können wir jetzt in zwei verschiedenen Varianten ausbrüten. Einmal, indem wir es hier am Mann lassen. Das dauert auf dem Singleplayer 16 Stunden. Wenn man es auf einem normalen öffentlichen Server ausbrütet oder auf einem privaten Server, dauert es 24 Stunden. Alternativ kann man das Ei allerdings auch in den Komposthaufen legen, wodurch die Ausbrützeit drastisch verringert wird. Ich habe auf Anraten verschiedener Spieler hier mal die Alternativen mit einem Brennofen ausprobiert, da manche auch sagen, dass auch da die Tiere bei ihnen dort ausgebrütet wurden. Bei mir funktionierte das allerdings nicht. Da blieb es stur und steif bei 24 Stunden. So.
Das Tierchen kann weg. Ich habe hier bereits beide Küken mal reingelegt, sowohl das Straußenküken als auch das Schuhschnabelküken. Je nachdem, was wir ihnen zu fressen geben, dauert die Zeit, bis sie ausgewachsen sind, 4 bis 6 Stunden. Normales Futter 6 Stunden, schattengewürztes Futter 4 Stunden. Was fressen sie gern? Hier ist ein bisschen die Krux und deswegen habe ich die beiden heute auch zusammengelegt. Sie fressen beide das Gleiche, allerdings in unterschiedlichen Anordnungen. Es gibt unterschiedliche Versionen vom Vogelstrauß und es gibt unterschiedliche Versionen vom Schuhschnabel. Links hier im Bild habe ich die Futterfavoriten des Vogelstrauß abgelegt. Was er relativ, also das frisst er alles gerne, nur wie die Wahrscheinlichkeiten aufgelistet sind. Und ihr seht, beim Schuhschnabel ist es das Gleiche, nur ist die Reihenfolge eine andere. Fangen wir an mit einer Handvoll Insekten. Äußerst schmackhaft und für den kleinen Strauß eine gute Nahrung. Zu 80% wird, wenn man Handvoll Insekten verteilt, aus diesem Babystrauß ein Vogelstrauß. Kein Franz Josef Strauß, sondern ein Vogelstrauß. So, 10% jeweils kommen dann die Farben Blau oder Rot raus, was die nächsthöheren Versionen des normalen Strauß sind. Als nächstes kommt die Fettraupe. Auch hier 80 zu 10 zu 10%. Also 80% Wahrscheinlichkeit für einen normalen Vogelstrauß, 10% jeweils für eine blaue oder eine rote Version. Wüstenbären. Wüstenbären haben schon etwas veränderte Wahrscheinlichkeiten. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, einen normalen Vogelstrauß rauszubekommen, lediglich 20%. Dafür aber jeweils 40% für eine blaue oder rote Version. Das gleiche gilt bei den Hochlandbären, auch hier 20 zu 40 zu 40. Diese normalen Futterteile hier benötigen alle 6 Stunden. Der Vogelstrauß bzw. das Küken frisst jeweils eine Einheit und braucht jeweils eine Einheit. So, gehen wir zu den schattengewürzten Insekten. Schattengewürzte Insekten, zu 70% kommt dort ein normaler Vogelstrauß raus, jeweils 15% für eine rote oder eine blaue Version. Eigentlich andersrum, für eine blaue oder eine rote Version, weil die blaue ist die schwächere. Fettraupe wieder 70 zu 15 zu 15. Schattengewürzte Wüstenbären 10% zu 45% zu 45%. Ihr seht also, wenn ihr schattengewürzte Wüstenbären verfüttert, kommen nur zu 10% normale Sträuße raus, sondern zu 45% eine blaue oder eine rote Version. Das gleiche gilt für die schattengewürzten Hochlandbären. 10, 45, 45. Da hat sich Funcom nicht viel einfallen lassen. Das ist relativ übersichtlich, muss ich dazu sagen. Und das gleiche ist es auch beim Schuhschnabel. Der Schuhschnabel ist die Dschungelversion des Vogelstraußes, wenn man so will. Er verdankt seinen Namen natürlich dem schuhähnlichen Schnabel. Schuhschnabel, wer hätte es gedacht? Hossa, hossa, he. Ja, und er ist in mancherlei Hinsicht auch größer aufgestellt als seine Wüstenvettern. Nun, fangen wir von vorne an. Wüstenbären haben jeweils eine 80%ige Chance, dass dort ein grüner Schuhschnabel rauskommt. Zu 15% kommt ein grauer Schuhschnabel raus. Die grauen Schuhschnabel sind die, die man auch gerne für weiße Vögel hält. Und jeweils 5% ein pinker Schuhschnabel. Ja, die sind tatsächlich pink. Die gleichen Werte gelten für die Hochlandbären. Auch hier wieder 80 zu 15 zu 5. Anders sieht es aus bei den Handvoll Insekten.
Hier haben wir die Wahrscheinlichkeit zu 70%, dass dort ein grüner Schuhschnabel rauskommt. Ist somit besser als die Wüstenbären. Und ein grauer benötigt 20% bzw. 10% für eine pinke Version. Also 70, 20, 10. Gleiche gilt auch für die Fettraupe. Auch die hat 20 zu 10%. Grün, grau oder pink. Kommen wir zu den schattengewürzten Lebensmitteln. Hier fangen wir natürlich auch wieder mit den Wüstenbären an. 70 zu 20 zu 10%. Also 70% Wahrscheinlichkeit, dass ein grüner rauskommt. 20%, dass ein grauer rauskommt. Und 10%, dass ein pinker rauskommt. War das jetzt richtig? Ja, das war jetzt richtig, weil die Werte sind exakt identisch mit denen, die auch die normalen Wüstenbären. Ja, das ist eigentlich seltsam, aber es ist definitiv so von den Informationen, die ich gesammelt habe. Nun gut, weiter im Text lassen wir uns nicht von verunsichern. Schattengewürzte Hochlandbären sind auch 70 zu 20 zu 10 Prozent. Nun gut, anders sieht es bei den schattengewürzten Insekten aus. Da hatten wir, jetzt habe ich meinen Denkfehler. Die 70 zu 20 zu 10% bei den Wüsten- und Hochlandbären sind natürlich die schattengewürzten, habe ich ja vorgelesen. So, und sind somit auf der gleichen Stufe wie diese hier, wie diese zwei, die jeweils 70 und 20% hatten. So, kleiner Dreher von mir im Kopf. Kommt auch schon mal vor, dass ich da ein bisschen verwirrt bin. So, kommen wir zu den schattengewürzten Insekten. Schattengewürzte Insekten haben eine 60%ige Chance, dass dort ein grüner Schuhschnabel rauskommt. Zu 25% kommt ein grauer bzw. ein weißer raus und zu 15% ein pinkes Federvieh. Das gleiche bei den schattengewürzten Fettraupen. Auch hier 60 zu 25 zu 15%. Alternativ kann man auch totemisches Futter an seinem Schuhschnabel verwenden. Das zeige ich euch direkt einfach mal. Das darf man nicht verfüttern. Man muss es anwenden. Admin-Modus, wo ist er? Da ist er. So. Schuhschnabel. Nehmen wir uns einfach mal den pinken. Da haben wir ihn. Wunderbar. Dann gehen wir in unsere Handwerksliste, geben einfach Schuh ein. Und schon sehen wir, aha, wunderbar, hier haben wir jetzt drei Möglichkeiten, den Schuhschnabel entsprechend weiter zu verändern. Wir benötigen dafür einen normalen pinken Schuhschnabel oder einen grünen oder einen weißen und natürlich eine Einheit totemisches Futter. Herstellen, 5 Sekunden warten. Und fertig ist es. So, und schon haben wir eine Schuhschnabel-Version bzw. eine piktische Version der Schuhschnäbel. Wie gesagt, das kann man auch mit den anderen beiden, mit dem grünen bzw. mit dem grau-weißen ausführen. Ach ja, bevor ich es vergesse, hier habe ich es schon reingelegt. Beide, egal ob es der Vogelstrauß ist oder ob es der Schuhschnabel ist, wenn ihr ausgewachsene Tiere in den Tierpferch sperrt und ihr sie füttert, kommt zu 80% Wahrscheinlichkeit Mist raus. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie scheißen euch die Hütte zu. Zu 20% allerdings könnt ihr auch Federn im Inventar haben. So, weiter geht es. Juhu! Positionieren wir erstmal hier den. So. Aber fangen wir erstmal mit dem Vogelstrauß an. Der normale Vogelstrauß, grau, grauer, unattraktiv. 1450 Trefferpunkte hält dieser Vogelstrauß aus. Damit ist er ungefähr auf der Höhe eines ganz normalen Thralls. Also er hält nicht viel aus.
Kommen wir zur nächsten Version, dem blauen Strauß. Der blaue Strauß fällt dadurch auf, dass er nicht nur ein blaues Federkleid hat, sondern auch Schlangenlinien läuft. Man sollte ihn nicht pusten lassen, das könnte das Röhrchen zum Explodieren bringen. Der Vogelstrauß im Blau hat 1882 Trefferpunkte. So, die finale Version, die rote Version des Vogelstrauß hat 3178 Trefferpunkte. Eine Boss-Version des Vogelstraußes mit 8200 und ein paar gequetschte Lebenspunkte gibt es nicht. So, kommen wir zum Schuhschnabel. Hier ganz links die schwächste Version, der grüne. Der grüne Schuhschnabel hat 2314 Trefferpunkte. Sieht auf jeden Fall schon wesentlich besser aus wie der schwache Vogelstrauß. Der weiße bzw. graue hat auch 3178 Trefferpunkte. Damit ist er natürlich ein bisschen stärker als der normale Vogelstrauß. So, und jetzt die pinke Variante, quasi die Variante für die Damen. Der hat 4906 Trefferpunkte und hält damit eine ganze Menge aus. Gucken. Natürlich ist er stärker als die andere Version. Die Pikten-Version dagegen hat genauso viele Trefferpunkte, nämlich 4906. Gucken. Ja doch, die beiden sind identisch. Ihr seht also, wenn ihr eure Tierchen habt und ihr ihnen totemisches Futter verabreicht, ändert sich ausschließlich nur die Skin der Tierchen, aber nichts an deren Stats. So, habe ich was vergessen? Gucken wir mal. Die Ausbrützeit habe ich euch genannt, die Prozentwerte habe ich euch genannt, was bei rauskommt und die verschiedenen Varianten habe ich euch auch gezeigt. Ja, das war es auch schon gewesen. Diesmal haben wir das Thema Vögel abgeschlossen. Ein schräger Vogel verabschiedet sich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr einen Daumen da lasst, indem ihr einen Kommentar da lasst. Ein Abo ist natürlich auch jederzeit herzlich willkommen und eine Aktivierung der kleinen Glocke. Euch noch einen wunderschönen Montagabend. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bye, bye.